Hallo und herzlich willkommen hier zurück. Die Schnellreise nach Havanna ist jetzt möglich. Weiß der Geier, warum jetzt ausgerechnet? So, und dann wollen wir hier wieder runter. Frage ich mich, warum ich den Todessprung gerade nicht gemacht habe. Das war jetzt selten dämlich. So, dann gehen wir halt eben hier runter. Wow, Mist. Das war nicht so ganz glücklich. Naja, bewegen wir uns mal ein bisschen schneller. Und nehmen das nächste Fragment. Ich glaube, dazu muss ich... Ah, jetzt geht's. Und her damit. So, was besorgen wir uns denn dieses Mal? In der Nähe? Ja, hier wäre das nächste Fragment. Was haben wir denn da? Assassinenauftrag. Okay, Leute, ich glaube, wir werden in den nächsten Parts noch ein bisschen mit Havanna beschäftigt sein. Die Stadt ist ja extremst riesig. Und ich möchte da definitiv alles haben. Da wir sowieso später zum Hafen müssen, behaupte ich mal, dieser gesamte Bereich nehmen wir ein, wenn wir irgendwann hier runtergegangen sind und dann wieder nach oben kommen. Dass wir gerade das dann noch einsammeln und dann zur nächsten Mission gehen. So, dass wir uns nun erstmal um dieses Fragment kümmern. Das ist auch nicht so weit entfernt. Aber wieder oben. So, und zwar hier auf der Fahnenspitze. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Krass. Diesen kleinen Absatz könnte ich nicht stehen. Unmöglich. Truhe her. Auch noch besorgt, verzierte Tabakdose etc. erhalten und dann würde ich gerne hier hoch. So weit ist, liegt das ja doch jetzt gar nicht auseinander. Den Kurier abfangen. Was? Kurier? Kurier abfangen und plündern. Gerne. Verdammt, da hätte ich ihn fast. Bitte, töte mich nicht. Ja, hab ich nicht vor. Hab dich ja schon geplündert. So. Und... mein Assassinenziel ist hier gar nicht mehr drinne. Ah, doch, hier hinten. Warum gehst du jetzt nach unten? Und tschüss. So, die Droh bitte nehmen. Jetzt komm da runter. So, Truhe. Dann gehen wir gleich erstmal hier hoch. Dann kann er mir nämlich folgen, wie er will. Nach oben ist wieder runtergeschmissen. Dann haben wir auch wieder ein Fragment schon direkt auf der Karte. Ich glaube mit V, genau. Da kommt man immer diese Sicht aktivieren. Oh, die wird aber ganz schön schwarz. Hinten raus. Oh, ist das geil. Der Hafen sieht schon mega aus. Scheiße. Sehr geil. Sehr geil, muss ich sagen. Ich jetzt hier runterspringe. Wäre schlecht, dann müsste ich nämlich nochmal hochklettern. Wow.
Ja, das war fast mein Todesurteil. Aufs Kreuz mit dir. Oh Gott, was eine Formulierung. Aufs Kreuz mit dir. Oh, verdammt. Da hinten wird gekämpft. Schnell helfen. Bam. Ihr habt den falschen Mann. Warum jagt ihr mich? Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Vielleicht hätte ich doch zuerst mir mein Schiff holen sollen. Habe ich so das Gefühl. Aber, naja, spielt für mich jetzt auch nicht sonderlich weiter eine Rolle. Ich konnte die Piraten jetzt nicht hier sterben lassen. Hat irgendwie was mit einem Moralsystem zu tun. Da war jetzt aber der Assassinenauftrag. Den wollte ich jetzt zuerst haben. Bevor wir da wieder ins nächste Sperrgebiet gehen. Wo ist der jetzt? Das ist ja unten, wenn ich das richtig sehe. Ah. Über einen Taubenverschlag, verstehe. Assassinenauftrag, keine Steuern mehr. Ein korrupter Offizier bestieht die Händler im reichen Viertel von Havanna und verwendet das Geld, um damit andernorts Einsätze der Templer zu finanzieren. Belohnung, 1000 Roh, nicht in Kämpfe verwickeln lassen, 500 Roh. Nehme ich an, den Auftrag. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit Roh? Das heißt ja Ryo. Okay. Der gehört mir. So. Da haben wir eine Wache auf dem Dach. Die sieht uns aber erstmal nicht. Wir müssen unser Ziel finden. Ziel gefunden. Gibt es hier irgendwo eine Muskete, die ich mir entleihen könnte? Ich meine, es ist Sperrgebiet. Das heißt normalerweise, dass jeder, der dort ist, von Wächtern, mir ans Leder wollen würde. Ja. Ihr Damen. Verdammt. Egal. Da müssen wir halt alles blätten. Bis ich das rausgefunden habe, wie man da mal alles geräuschlos erledigen kann. Was ein Move. Respekt, mein Lieber. Die stapeln sich da, aber echt bitte. Bam, bam. Na, dann zeigt mal her, was das war. Ach, da wäre so ein Gebüsch gewesen. Na toll. Ach, Mist. Ja, vielleicht sollte ich mir wirklich angewöhnen, mit Adlerauge die Umgebung zu scannen. Ich habe etliche Jahre schon kein Assassin's Creed mehr gespielt. Ich bin das ganze Spielprinzip schon immer so gewöhnt. Mein allererstes war das für die PS3. Das habe ich gesuchtet. Das fand ich echt genial. Ah, die 500 Roh für nicht in Kämpfe verwickeln lassen kriege ich nicht. Wie verschwinde ich jetzt hier am besten da hinten raus? Der Auftrag war ja wirklich unmittelbar in der Nachbarschaft. Wenn die ständig so gestaffelt sind, sind Nebenmissionen ja ein Klacks. Hey!
Okay, das reicht. Hätte er sich vorher überlegen sollen, ob er mich anrempelt oder nicht. Du Penner. Hopp, plündern. Einige Mörder sind aus dem Fort entkommen und wollen bei der ersten Gelegenheit aus Savannah fliehen. Findet und tötet sie. Die verpfuschte Flucht. Achso, das ist wieder ein neuer Auftrag. Die sollen wir umbringen, ha? Huh? Na denn. Sieht mir nach ein bisschen weiter oben aus. Dementsprechend gehen wir auch direkt eins höher. Ach Mist, aber nicht durchs Sperrgebiet. Da ist er. Ah, darüber. Sprengen! Idiot. Und schnell hinterher. Verdammt. Fast. Richtig erwischt. Aber hat ja geklappt. So, haben wir das jetzt dann mal mit den Assassinenaufträgen? Ja, die haben wir. Dann auf zum Manuskript. Was? Die Geiseln befreien ohne entdeckt? Ah, schon wieder Piraten retten. Machen wir später. Logisch. Aber zuerst nehmen wir uns dieses schöne Manuskript. Alter, sind das viele. Halleluja. Dam, da, dam, da, dam. Und jump. Noch einer? Na komm, lass dich runterfallen. Bist du eh tot. Ach Mist, jetzt haben sie es mitbekommen. Einmal kontern. Ab, weg mit euch. So, schön plündern. Wir haben aber schon lange keine Truhe mehr gefunden. So viele Truhen sind hier in Havanna tatsächlich nicht versteckt. Alleine auf der Insel waren ja schon 16 Truhen versteckt. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass so einer großen Stadt deutlich mehr Gut zu plündern wäre. Aber naja. Nehmen wir mal lieber das nächste Manuskript. Und diesmal haben wir bekommen. Wonitsch Manuskript Blatt 35R. Das vierte von vier enthaltenen Seiten des mysteriösen Voynich-Manuskripts. Sie wurden irgendwann nach 17. wieder gestohlen. Bedeutung ist unklar, das wissen wir schon. Na schön, sehen wir uns hier wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.